Die Geissens setzen erneut auf Stammzellentherapie, trotz massiver Fankritik vor einigen Monaten. Nun greifen Robert und Carmen zu einer noch ungewöhnlicheren Methode. Die Geissens sind durchaus für ihre extravaganten Beauty-Eingriffe bekannt. Auch in der neuesten Folge von Die Geissens, der Podcast, 10. September 2024, sprechen Carmen, 59, und Robert Geiss, 60, über ihren Verjüngungsplan. In diesem spielt nicht nur eine weitere Stammzellentherapie eine Rolle, sondern auch ihre Tochter Shanae, 20. Einen Beauty-Trend, welcher der Millionärsfamilie verborgen bleibt, dürfte es wohl kaum geben. Dennoch gibt es die ein oder andere Methode, von der sich selbst Carmen und Robert Geiss lieber fernhalten würden. So zum Beispiel das Essen einer Plazenta. Carmen und Robert planen erneut Anti-Aging-Kur. Die Kourtney Kardashian hat die Plazenta von ihrem Kind als Bolognese gemacht und jeder hat es gegessen, und am Ende hat sie es denen erzählt. Die waren alle so sauer auf sie, berichtet Davina Geiss, 21, im Podcast. Boah, hör auf, mir wird schlecht, hält Robert nicht viel von einem solchen Menü und auch Carmen meint, bei den Kardashians würde ich auf keinen Fall essen. Aber es ist sehr gesund, erklärt Davina weiter. Doch Robert kennt auch noch einen anderen Weg, um eine Plazenta zu nutzen. Daraus kannst du auf jeden Fall Stammzellen machen. Stammzellen? Da war doch was. Vor einigen Monaten hatte eine fragwürdige Verjüngungskur für mächtig Wirbel um die Geissens gesorgt. Heute hatten wir nach reiflicher Überlegung und detaillierter Beratung unsere erste Anti-Aging-Kur. Robert hat sogar Stammzellen bekommen, da wir gerne unser biologisches Zellalter verjüngen möchten, gewährte Carmen damals einen Einblick auf Instagram. Vor allem die Stammzellentherapie von Robert stieß auf massive Kritik. Kranke Menschen würden teilweise jahrelang auf eine solche Behandlung warten, ärgerten sich viele Userinnen und User. Nun plant die Fernsehfamilie, RTL ZWII, offenbar erneut eine solche Therapie zu Verjüngungszwecken, diesmal allerdings nicht nur Robert. Carmen und Robert Geiss wollen Stammzellen aus Nabelschnur ihrer Tochter gewinnen. Ich war das Versuchskaninchen in Bangkok und Mama wird jetzt sehr wahrscheinlich als nächstes nachlegen, erzählt der Unternehmer über seine Stammzellentherapie und verrät weiter. Wir haben jetzt eigentlich schon entschieden, dass wir spätestens Ende Oktober, Anfang November wieder nach Bangkok gehen und uns wieder eine Dosis verpassen. Dabei könnten Robert und Carmen sogar die Stammzellen ihrer eigenen Tochter bekommen. Denn Shanae erinnert sich, dass ihre Nabelschnur nach der Geburt eingefroren wurde. Diese solle jetzt bald zu dem Arzt nach Bangkok, damit dieser daraus Stammzellen machen kann, kündigt Robert an, für mich und für Mama. Aber das sind meine, entgegnet die 20-Jährige. Du kannst die ja auch benutzen, erwidert Carmen. Ich brauche die nicht, ich bin noch jung, gestattet die Tochter ihren Eltern die Verwendung ihrer Stammzellen schließlich und legt noch einen kleinen Seitenhieb in Richtung ihrer Mutter nach. Hoffentlich siehst du dann so aus wie ich.